Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agatoto, beim Clan. Ja, noch. Wie heißt der Clan? Nein, er heißt nicht All Stars, sondern ich bin noch im Clan The Chaltinas. Aber es gab heute Abend so ein paar Indiskrepanzen hier und das tut mir auch wirklich schrecklich, schrecklich leid. Denn manchmal, ja, das ist ja, ich bin mit dem Alex hier unterwegs und wenn er manchmal in seinen Account einloggt, dann kann der auch mal ein bisschen aggro sein. Das war heute Abend leider mal der Fall. Deswegen hat er auch mal ein bisschen was zu hören bekommen von mir und ich hoffe, dass ich diesen Account bald umbenennen kann, kann dann das ganze Konto umbenennen und dann kommt der Alex auch nicht mehr an seinen Account ran. Ist einfach so, denn wer nicht spielt, der hat diesen Account auch nicht verdient. Und es gab halt ein paar Indiskrepanzen und ich habe hier sowieso ja so den einen oder anderen, der mich hier nicht mag, kann ich auch verstehen, man muss mich nicht mögen und mich dann als Möchtegern-YouTuber hier beschimpft. Der ja alles besser weiß. Nein, ich weiß natürlich nicht alles besser, aber wenn natürlich hier die Taktiken manchmal nicht passen und die Gegnerangriffe hier nicht passen, dann melde ich mich schon zu Wort und sage einfach meine Meinung. Die Meinung kann man ja einfach mal sagen und das tut auch nicht weh. Jeder muss ein bisschen kritikfähig sein, bin ich auch, gar keine Frage. Und wenn die mich jetzt hier gleich kicken, nachdem ich diese Aufnahme gemacht habe, werden sie es wohl machen, denke ich mal. Wenn nicht, vielleicht vertrage ich mich ja mit dem einen oder anderen wieder, ich weiß es noch nicht. Aber es ist halt, so sind wir Menschen ja auch. Ne? Mal mag man sich, mal mag man sich nicht. Und was ich aber mag, ist, dass der Chef hier wieder alles gerissen hat. Denn der Chef hier hat einen Dip von 11 auf RH10 gelassen, also RH11 auf RH10. Auf dieses Ringbase hier, ja, dieses etwas veraltete Design, muss ich mal so sagen. Und es war der letzte Angriff in diesem Klarkrieg hier und ja, ob er geholfen hat oder nicht. Also vorher haben wir taktisch irgendwie blöde agiert. Da musste dann 10er runter auf den 8er dippen, weil 9er auf den 10er, nämlich auf diesen hier, keine 2 Sterne geschafft hat. Und der Gegner hat dann nochmal einen Stern nachgelegt. Also das war schon richtig eng hier, aber ihr habt es ja hoffentlich im Thumbnail gesehen. Ich springe gleich auch auf den Thorsten-Account hier. Stream for the Queen. Ja, ich plane für heute Abend einen Livestream. Ich denke mal, ich werde mit euch das Dunkle für die Queen auf 50 zusammenfahren. Wir können ein bisschen diskutieren vor den Clan Games, nach den Clan Games. Ist ja im Moment ganz chillig, wir haben ja alle keinen Stress. Und ich denke mal, hat er hier aber gut gemacht, unser Chef, und hat uns hier mal wieder rausgerissen. Denn mit 43, 42 haben wir diesen CK letztendlich gewonnen. Also, das ist der letzte Angriff, das seht ihr hier. Gut gemacht und super vom Sir Woody hier. Ja, ob ich hier bleibe oder nicht, das weiß ich noch nicht. Im Moment bin ich noch hier. Ich bin hier dann irgendwie wieder reingekommen. So nach dem Motto, tut mir leid, ich war es nicht. Da war jemand anders an dem Account dran. Derjenige hat jetzt einen Einlauf bekommen. Und naja, aber ich komme hier mit dem einen oder anderen halt nicht klar. Deswegen springe ich jetzt auch. Jo. Ja, da habe ich hier nochmal gerade Glück gehabt. Weiß ja jetzt Bescheid. Ja. Okay. Das ist mir auch noch nicht passiert in einer Aufnahme. Die habe ich ja noch gerade so rumgekriegt. Okay. Also ich war im Clan The Chaltinas. Viel Erfolg euch weiterhin. Und es tut mir so ein bisschen leid, muss ich sagen, was heute Abend gelaufen ist. Aber was gelaufen ist, ist gelaufen. Es ist letztendlich Schnee von gestern. Und ich möchte natürlich mit euch... Ja, was will ich eigentlich machen? Ja, ich will heute Abend so ein bisschen mit euch streamen, deswegen springe ich jetzt mal auch auf den Account, mit dem ich streamen möchte. Denn hier ist die Queen auf Level 49 und ja, ich will natürlich ganz gerne mit euch so ein paar Boosts einlegen. Will hier ausschließlich Dunkles farmen. Ihr seht das, meine Armee, ihr kennt meine Armee hier, die Kobolde. Ich hatte ja heute Abend gesagt, Super Kobolde, Agro Kobolde, nee, wow. Ja, den nehmen wir mal mit hier. Ich nehme so einen immer ganz gerne außen mit. Und dann können wir ein bisschen diskutieren. Ja, das mit dem Alex-Account, das tut mir jetzt ein bisschen leid, muss ich sagen. Denn ich war ja relativ lange auch in dem Clan The Chaltinas. Und aber so, ich wurde nicht mit allen Leuten da warm. Ist einfach so. Dafür sind wir einfach Menschen. Dafür sind wir so ein bisschen zu verschieden. Und
da hat sich jetzt mal jemand daneben benommen. Ich habe das versucht, wieder gerade zu biegen. Ist mir halt nicht gelungen. Naja, ist auch nur ein Spiel. Ich denke mal, wir werden uns trotzdem irgendwo vertragen und ich werde hier trotzdem noch etwas reinholen. Ja, oh, wir haben wohl eine Clanburg. Auch wenn ich hier im Moment Pokale droppe, ich würde sie ganz gerne mitnehmen hier. Nicht die Pokale, sondern den Lot. Ich würde ganz gerne den Loot mitnehmen. Ich habe jetzt schon mal in meinen Kommentaren gesehen, wieso nimmt der Tute immer hier so viel Mauerbrecher mit. Das seht ihr, die gehen gut durch. So, jetzt muss ich einmal hier meinen Worten hinterher setzen und einen Sprungzauber. Ich denke mal, da ist er ganz gut postiert. Da komme ich nämlich zumal mit meinen Kobolden in die Mitte, denn ja, die Queen soll es auf jeden Fall sein in dem Stream. Wie auch immer wir den machen, ich weiß noch gar nicht, wie wir den gestalten, aber ich habe ja gestern schon gesagt, wir werden ihn in jedem Fall irgendwo durchführen, beziehungsweise ich werde ihn irgendwie nachholen und der Dienstag ist für mich im Moment der beste Tag, also heute Abend, müssen wir mal gucken. Und von daher plane ich das einfach mal so, auch einfach mal mit einem Thumbnail, also wo ich das Ganze echt mal ankündige. Ich werde das Ganze auch planen, das werdet ihr später dann auch mitbekommen. Boah, da sind noch 1600 dunkles Alter, wo sind die denn? Ah, in den beiden Bohrern hier rechts und links, okay. Das ist natürlich ein bisschen dusselig, da muss ich hier die Queen... Ah, okay, die Queen hat gerade noch mal einen Bohrer gemacht. Mal gucken, ob die noch im zweiten Bohrer geht. Nein. Och, Queen. Na, Queen. Verlass mich nicht. Der Warden reißt es. Der Warden reißt das letzte Dunkle. Okay, ich hoffe, wir haben heute Abend nicht ganz so viel Glück. Oder wir haben genauso viel Glück. Okay, bis auf 8 haben wir den runter hier. 4193 Dunkles. Es gibt ein bisschen was dabei. Ich habe ja ein bisschen runtergefarmt. Habt ihr gesehen, ich habe ein paar Pokale gedroppt. Und ich habe jetzt 134.000. Also ich will in jedem Fall so den einen oder anderen Farmer werde ich natürlich heute Abend noch machen. Und wir schauen uns aber nochmal einen schönen CK-Angriff aus diesem Clan hier an, bevor es hier in die Runde geht, bevor es in die Haie geht. Und ich würde sagen, los geht's. Okay, ich weiß nicht, wer diesen Account bespielt hat. Es ist die Nummer 4 auf die Gegner Nummer 1 hier von uns, von Clan Bad Taste Beast. Keine Ahnung, ob der Account selber bespielt wurde oder von jemand anders bespielt wurde. So dokumentiere ich das hier mal. Ich habe den Angriff, ich sehe ihn jetzt auch das erste Mal. Ich sehe ihn jetzt auch das erste Mal, denn ich war ja in den anderen Clans sehr, sehr aktiv in den letzten Tagen und weniger hier. Also hier war ich schon immer mal wieder, da sage ich schon immer wieder guten Abend, guten Tag. Sage ich ja auch ganz, ganz oft. Aber erstmal, ja, ich muss auch mal ein bisschen sacken lassen da mit dem Alex. Das hat mich echt schon ein bisschen gewurmt, muss ich sagen. Denn ich habe das nochmal gerade gestellt, habe jetzt eben gedacht, naja, vielleicht behalten sie mich doch in dem Clan. Denn ich war ja jetzt echt lange da mit Alex, habe den Clan so ein bisschen mit hochgepäppelt, habe gedacht, erst wenn die auf Level 10 sind, dann ziehst du mit dem Alex weiter, weil so lange möchtest du dem Clan gerne helfen, denn eigentlich hat das Gefüge immer gepasst, aber so, ja, mit so ein paar Leuten habe ich mich halt nicht wirklich vertragen. Aber da muss jeder für sich auch kritikfähig sein und dann ist es auch so und auch ich bin kritikfähig. Wenn mich dann jemand möchte gern YouTuber nennt, dann ist das halt so. Ne? Das ist ja für mich hier ein Hobby und kein Beruf. Also von daher kann da jemand sagen, komm Toto, du hast auch einen Arsch offen und hast auch der bei einer Pfanne, wo du hier mit deinem Alter noch YouTube-Videos machst von Clash of Clans. Viele sagen dann ja, ey, alter Mann, spielst du hier so ein Kinderspiel? Ja, aber viele andere spielen auch andere Kinderspiele, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Und mich begeistert die Spiele hier einfach. Deswegen mache ich auch mein Content oder deswegen ist mein Content auch hierauf ausgerichtet. Und wow, ja, Donnerwetter, okay, da sind natürlich noch ein paar X-Bogen am Start hier. Alter, die ballern natürlich auch in die Mitte und richtig krasse Sache. Ja, aber eigentlich ging es da, worum ging es eigentlich? Dass ich heute Abend mit euch streame, also am Dienstagabend. Ich plane so ab 19 Uhr, dann sind noch nicht alle im Bett. Ja, vielleicht sind auch ein paar jüngere Zuschauer dabei und natürlich
etwas ältere Zuschauer. Mal sehen, ob wir so ein, zwei, drei Stunden streamen. Ich muss mal gucken, je nachdem, auch wie ich zu Hause bin. Also wenn das dann 19.10 Uhr wird oder 19.15 Uhr, dann ist das halt so. Aber wir werden das Ding auf jeden Fall durchführen, denn ich habe ein bisschen Bock, das Dunkle hier für die Queen mit euch im Livestream zu farmen. Und werde da natürlich auch alle Buchschrauben andrehen. Ah, ein Dreier, okay. Beast hier in jedem Fall ein Dreier. Ich war euch das Ergebnis auch noch schuldig. 87, 86. Haben wir also gewonnen hier. Wenn auch sehr, sehr knapp. Und ich werde mir hier in jedem Fall Mühe geben. Ich will die Queen unbedingt auf 50 bekommen. Wäre natürlich super, super schön, wenn ich damit auch dann 1, 2, 3 Angriffe machen kann. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich hoffe, ihr seid in jedem Fall dabei. Ich würde einfach sagen, bis heute Abend. Ciao, ciao. Euer Toto. Clash.